Peace, Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Es ist ein lang ersehntes Video, das Kollektionsvorstellungsvideo zur neuen Kollektion Pesos Season 8 Saints. Es sind sehr, sehr viele Teile, wie ihr hinter mir schon sehen könnt. Also eine sehr, sehr große Variation. Die Kollektion kam bisher, was ich gepostet habe, unfassbar krass bei euch an. Ihr sagt, das ist die beste Kollektion. Ich sehe das auch so, aber ich sehe das ja immer so. Deswegen freut es mich umso mehr, das Feedback von euch zu bekommen. Kurz vorab zur Stückzahl. Ich habe mich dazu entschieden, nachdem am Black Friday unendlich bestellt werden konnte und die Raws auch dauerhaft im Shop sind, diesen Drop etwas limitierter zu halten. Also es ist weniger da als bei den vorherigen Kollektionen, also als weniger als Spoiled Youth und so weiter. Natürlich sagen dann Leute, oh, das ist aber doof, weil nicht jeder, der will, kann das bekommen. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon immer so gewesen, dass Peso für limitiert stand und ich wollte halt einfach die Leute, die was bekommen, dass es halt was Besonderes ist. Und wenn du das morgens anziehst, dann weißt du, dass du wahrscheinlich niemanden an demselben Tag damit sehen wirst. Anders als wenn du jetzt einen Raw oder einen Black Friday Hoodie hast. Ja, natürlich entscheidet man sich dann auch dagegen, etwas mehr zu verdienen. Aber das ist für mich in Ordnung, weil ich halt gerne möchte, dass die Sachen sehr limitiert sind und dass es halt, wie gesagt, was Besonderes ist. Fangen wir mit dem ersten Hoodie an. Ganz kurz vorab, alle Hoodies und T-Shirts fitten wie die Raws. Also die, die was von den Raws haben, können sich daran sehr, sehr gerne orientieren. Für die anderen, ich bin 1,75, trage Size S und die Model Sizes werden auch heute oder morgen in die Instagram Story gepostet. Genau wie die Preise, deswegen folgt auf jeden Fall Peso Clothing auf Instagram. Ja, das ist Hoodie Nummer 1. Wir haben hier einen Print auf der Brust und dann zwei auf den Armen, also auf jedem Arm eins. Jeder Print hier ist ein 3D-Print, das ist auf den anderen Hoodies genauso, aber da sage ich dann gleich noch was zu. Ich würde sagen, ich ziehe den einmal für euch an und dann seht ihr, wie die Hoodies fit. Also, ihr seht schon, der Hoodie ist etwas gecroppter geschnitten und relativ breit, so wie es halt auch bei den Raws ist. Also, ihr könnt euch das Raws-Fitting-Video anziehen, falls ihr es auch nochmal sehen wollt. So sieht das Ganze an mir aus. Wir haben hier auf jedem Arm einen Kranz aus Schlangen, die sich so verflechten. Und das Ganze ist mit einem 3D-Print gemacht. Schlange findet sich nochmal wieder aus dem Adler und der Schlange aus der Mexiko-Flagge. Und hier haben wir nochmal Peso Saints stehen, plus die Definition oben drüber und unten drunter. Kommen wir zum zweiten Hoodie, das ist der blaue Hoodie. Ich glaube, das ist so euer Favorite. Hierzu muss ich leider sagen, aufgrund von Corona und den Verschärfungen in der Produktion kommt dieser Hoodie leider 2 bis 3 Wochen später bei euch an. Es ist keine Vorbestellung, man hätte eine draus machen können, aber ich habe gedacht, ey, wir haben eine Anzahl bestellt und bei der bleibt es jetzt auch. Leider müsst ihr da nach Bestellung 2 bis 3 Wochen warten. Es tut mir sehr leid, dass das der Fall ist, aber ich dachte, ich kommuniziere es lieber vorher, als dass dann im Endeffekt sich Leute drüber abfacken, weil so weiß jetzt jeder darüber Bescheid. Das ist bei dem hier nicht so. Falls das bei 1-2 Teilen kommt das noch vor, das sage ich dann auch nochmal. Also, das ist Hoodie Nummer 2. Gleiches Artwork auf der Brust, gleicher Fit, andere Farbe, wie ihr seht. Und der hat auf dem Ärmel einen Engel, der eine Schlange hält, anstatt einen Adler, der eine Schlange hält. Daher auch nochmal Saints, also Heilige, fand ich hier sehr, sehr passend und das mit der Schlange nochmal so ein wiederkehrendes Element aus den Peso-Kollektionen, meiner Meinung nach sehr, sehr geil geworden. Jeder Hoodie hat auch hier, by the way, das Metall-Patch. Als dritten Hoodie hätten wir dann noch einen knallgelben Hoodie, sehr, sehr nice Farbe. Wir haben hier wieder den Kranz mit den Schlangen, aber auch auf den Ärmeln. Das heißt, das ist hier dreimal drauf, also findet sich so wieder sehr, sehr crazy Artwork geworden. Und dann haben wir hier darunter auch noch mal Saints stehen und die Definition und auf dieser Seite Peso. Das ist Hoodie Nummer 3. Kommen wir zur ersten Jacke aus der Kollektion und zwar ist das unsere Workwear Jacket. Wir haben geschaut, was bei bestehenden Workwear Jacken die besten Elemente sind, wie zum Beispiel ein Cordkragen, den haben wir aus dem Cordstoff gemacht, der auch gleich hier in der Hose nochmal drin vorkommt, sodass sich das da wiederfindet, diese Elemente an den Ärmeln, sodass es wirklich einen sehr, sehr nice Workwear Look hat, genauso wie andere Sachen aus der Kollektion, zum Beispiel hier diese Waxed Denim mit dem Double Knee, auch Workwear Look. Und ja, hier haben wir einmal ein Peso Patch. Wer schon länger dabei ist, dem kommt das bekannt vor aus der Peso Worldwide Kollektion. Allerdings haben wir da jetzt so Flügel draus gemacht. Vorher war das gerade abgeschnitten und das ist jetzt mit so einem, also ist so ein Frotte-Patch, so auf College-Style, sage ich jetzt mal. Genauso wie das Patch hier drunter, was so einen Hotel-Key-Look hat. Ja, das ist die Jacke, die ist hinten clean, ist hier aus so einem robusten Stoff, ist einmal innen drin gefüttert, wie ihr seht. Jetzt nicht übertrieben dick, aber sehr nice jetzt für den Übergang. Und das hebt die nochmal von so einer normalen Workwear Jacket ab, weil die ja alle Single Layer sind und das wirkt dann etwas billig. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze nochmal zu füttern sogar.
By the way, kann man noch zum Fitting sagen, dass die sehr true to size fittet, fast schon slim, also falls ihr jetzt mega oversized tragen wollt, holt euch eine Größe größer. Ich bin zufrieden damit, wie die fittet, also ich trage die gerne so, weil ich finde, dass man diesen Workwear-Look jetzt nicht übertrieben oversized tragen muss, sondern dass der auch so regular fitten kann. Aber das ist nur meine Meinung, ihr seht das, wie gesagt, auch nochmal in der Instagram-Story, wie die ganzen Sachen fitten. Im Gegensatz dazu haben wir eine Jacke, die schon von Natur aus etwas oversized fittet. Also nehmt da auf jeden Fall auch eure normale Größe. Das ist eine College-Bomberjacke mit einem Velvet-Stoff, so Samt zu Deutsch. Ich habe mir überlegt, College-Jacken sind sehr, sehr nice. Nimmt man da Leder, nimmt man Kunstleder, und habe ich mich dazu entschlossen, vielleicht einfach Samt zu nehmen, weil das Ganze nochmal auf ein anderes Level bringt. Von der Wertigkeit her ist ein unfassbares Produkt geworden. Wir haben hier ein Vorteil-Patch mit einem P und hier das Ganze ist dann so gewebt, die anderen Details. Dann haben wir hier unseren typischen Reißverschluss mit der Sicherheitsnadel und auf dem Rücken haben wir auch nochmal Peso Saints stehen, beziehungsweise Saints Peso und einen Adler und die Banderole hier auch alles aus Vorteil. Das hier ist dunkelgrüner Samt und das hier ist so bisschen gebliecheneres Weiß, nicht ganz strahlend, und das hier ist wirklich so eine Off-White-Farbe. Ja. Das ist die Jacke, die ist auch innen drin gefüttert, auch in demselben Wellenmuster wie die andere Jacke und hat hier dann noch so eine Lasche, damit man den Reißverschluss besser zubekommt. Sehr, sehr crazy Piece. Kommen wir dann zum ersten Piece, was aus der Hoodie, Jacke, T-Shirt, Hose Reihe ausbüxt, sag ich mal. Es ist ein Samthemd. Sehr, sehr, sehr krass geworden. Das ist auch nicht Single Layer. Das ist aber nicht so dick gefüttert wie die Jacken. Das hat auch kein Muster drin, sondern ist ganz einfach nochmal hinternäht, sodass du ein dickeres Hemd hast, was du theoretisch im Sommer auch über ein T-Shirt ziehen kannst, aber jetzt auch gerade so sehr, sehr nice trägst. Man hat hier nochmal eine Möglichkeit, den Arm weiter zu öffnen und ansonsten hier das Metallpatch. Das basiert eigentlich quasi auf unseren Hemden, wie wir die vorher immer released haben. In letzter Zeit mehr mit Kapuze, diese Flanellhemden. Die ersten zwei Modelle waren sogar auch mit so einem normalen Hemdkragen, nur dass sie halt jetzt nicht aus Flanellstoff sind, sondern aus einem Samtstoff. Und damit fallen die auch nicht mehr so mega voluminös, sondern etwas slimmer direkt runter. Hier hinten noch so eine Ziernaht. Super, super nice Piece geworden. Und ich finde, man kann das sehr, sehr krass zu dieser Korthose tragen. Anderes Material, gleiche Farbe, sieht zusammen unfassbar nice aus. Ich blende euch hier ein Bild vom Shooting ein, wo das Model das anhatte. Es sieht in der Kombi unfassbar luxuriös aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Bleiben wir dann auch direkt bei der Korthose. Das ist die Hose, die ich auf Instagram mal in einem Bordeaux-Rot anhatte, was aber nicht mehr so ganz in die Kollektion hier gepasst hätte von der Farbe, logischerweise. Und ich habe mich dazu entschieden, das passend zum Hemd zu machen. Die Hose ist aus einem Kordstoff, hat hier an der Seite so einen eingewebten Streifen, der aber aus demselben Kord ist. Hinten zwei Taschen, oben ein Gummibund, den ihr theoretisch, falls er noch zu locker ist, mit Innenbändchen, ich wollte nicht, dass die rausgucken, weil ich das cooler finde, wenn die innen sind, enger machen könnt. Und die Besonderheit an der Hose ist, dass die halt oben relativ regular bzw. slim fittet und nach unten hin weiter auf den Schuh auffällt. Auch hier blende ich euch nochmal ein Bild vom Shooting ein, wie das Ganze auf den Schuhen aussieht. Unfassbar nice Fit geworden und passt vor allem auch gut zu dem Hemd hier, weil das würde jetzt nicht so krass wirken, wenn die jetzt so mega baggy wäre und übelst weit, weil das dann nicht so krass mit dem Hemd kommen würde, aber so ist das wirklich die perfekte Kombi. Kommen wir zu den beiden Zip-Hoodies. Wir haben einmal einen Zip-Hoodie in Schwarz, der fittet quasi wie der aus der Heads or Tails Kollektion, der lilane, nur etwas gecroppter, weil bei dem lilanen von Heads or Tails hat mich mit der Zeit gestört, dass wenn ich will, dass der Crop fittet und den ein bisschen höher ziehe, dann beugt sich diese die Tasche hier so weit nach vorne. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, den etwas gecroppter zu machen. So fittet der jetzt eigentlich quasi wie diese normalen Hoodies. Und der hat auf dem Ärmel auch diesen Engel mit der Schlange in grün und auf der Brust das Peso Forte-Patch als Flügel und ist halt ein Zip-Hoodie. Genau. Und als zweiten Zip-Hoodie, ein sehr, sehr auffälliger Zip-Hoodie. Und ich war mir nicht sicher, ob der so krass bei euch ankam, weil der halt sehr experimentell ist, aber ihr seid geistkrank ausgerastet. Ich weiß nicht, ob das gehypteste Produkt der Kollektion ist oder die Samt-College-Bomber. Wir werden es dann sehen, was als erstes sold out ist. Ja, der hat hier Forte Varsity Letters in so einer Color Block Optik, darunter Saints Season 8 2021 stehen. Und dann haben wir hier nochmal eine Heilige mit diesem Schlangenkranz da drum. Sehr, sehr nice geworden. Das ist ein helles Grau. Viele haben gesagt, der weiße Zip-Hoodie ist sehr nice. Es ist ein helles Grau. Also es ist kein Weiß. Ja,
Das ist das Piece unten auch mit diesen gerafften Bündchen. Hier auch genau wie der aus der Heads or Tails Kollektion, der lilane und natürlich auch der schwarze hier. Also die fitten auch komplett gleich, nur halt, dass der ein bisschen experimenteller ist. Kommen wir dann zu den T-Shirts. Wir haben zwei weiße T-Shirts. Einmal ein relatives Basic T-Shirt mit dem Frottee-Patch hier drauf und einem grünen Kragen. Das fittet 1:1 wie die Raws, nur dass der Kragen halt grün gefärbt ist. Vom Kragenausschnitt her komplett gleich. Hier das T-Shirt, da haben wir uns entschieden, den Kragen etwas enger und dicker zu machen. Es ist kein Stehkragen, aber es ist einfach ein etwas dickerer Kragen. Hier haben wir die Engel mit der Schlange drauf. Das entstand also auch wirklich aus diesem Gesamtartwork. Das haben wir für uns extra zeichnen lassen von dem Grafiker. Sehr, sehr nice geworden. Und auch hier haben wir wieder das Frottee-Patch. Das Ganze sah beim Shooting sehr, sehr crazy aus mit den blauen Haaren vom Model. Ich fand, das ist auch eins unserer härtesten Shootings überhaupt. Sehr dezent, Fokus auf die Klamotten. Ich bin unfassbar zufrieden damit. Ja, hier, wie gesagt, gleicher Fit, nur dass der Kragen etwas enger ist. Und als Besonderheit haben wir hier noch hinten Ton in Ton einen 3D-Print drauf. Ich denke, hier seht ihr es ganz gut. Das Licht ist sehr vorteilhaft dafür. Hier steht nochmal Saints. Wie gesagt, in 3D-Print steht also sehr ab. Dann in der Mitte Peso und unten nochmal die Definition. Sehr, sehr cleanes T-Shirt. Unfassbar nice. Kommen wir dann zum schwarzen T-Shirt. Das hat ebenfalls einen dickeren Kragen als die Raws. Ansonsten fittet das wirklich gleich. Also Ärmellänge, T-Shirt-Länge und Weite ist alles identisch. Hier haben wir das volle Artwork, was hier auf dem Hoodie nur halb drauf ist. Und es ist hier auch wieder in einem 3D-Print. Also wenn ihr drüber fühlt, dann merkt man richtig, wie es rauskommt. Peso, Saints, die Definition, Season 8. Und Spring 2021. Hinten ist das T-Shirt clean und dann halt vorne diese Heilige drauf. Kommen wir zu den beiden Sweatern. Hier haben wir das Artwork, was auch auf dem hellgrauen Zip-Hoodie ist. Peso Saints Season 8 2021 ist hinten clean, der Sweater. Und wir haben den Sweater-Schnitt von der Spoiled Youth Kollektion sehr überarbeitet. Es hat einen dickeren Kragen. Wir haben hier, ich glaube, Bad Wings heißen die, ne? Keine Nähte an den Ärmeln. Und die Bündchen sind etwas dicker geworden. Es ist ein sehr, sehr krasser Fit. Sehr loose. Ihr könnt aber auf jeden Fall eure normale Größe nehmen. Ich finde, das ist ein geisteskranker Schnitt geworden und bin sehr, sehr zufrieden damit. Als zweites Sweater hätten wir den, den ihr wahrscheinlich schon häufiger bei mir gesehen habt. Das ist eins meiner Favorite Pieces aus der Kollektion. Wir haben hier den Split Sweater. Ich weiß nicht, ob der so gut rüberkommt, ja eigentlich schon. Der hat hier dieselbe Farbe wie der Stone Hoodie aus den Raws. Die zwei Patches von der Workwear-Jacke und ist sozusagen einmal hier entlang getrennt gewesen und versetzt zusammengenäht worden. Keine Angst, hier kommen keine Fransen raus, das ist alles bewusst wieder zugenäht worden, also qualitativ ist das genau wie jeder andere Sweater auch, nur dass er halt komplett split ist. Das wirkt sich nicht schlecht auf den Fit aus, hat aber eine besondere Optik, einfach dass das hier so ein bisschen weiter rausschaut und so. Sehr, sehr cooles Produkt geworden und eins meiner Favorites. Kommen wir dann zu den Jeans der Kollektion. Wir haben hier einmal eine blaue Workwear Denim, so eine Carpenter Jeans. Das ist eine 5-Pocket-Jeans und qualitativ unfassbar krank, so detailliert wie nur möglich. Jede einzelne Niete, die ihr seht, inklusive mir, Spaß, hat ein P drauf, also das Peso-Logo eingestanzt. Super crazy. Hier, wie bei unseren allen Jeans vorher, auch nochmal das Peso rundherum zu sehen. Hinten haben wir eine Lederapplikation, wo auch nochmal das Peso-Logo eingestanzt ist. Natürlich zwei Taschen hinten auch noch. Und ja, unten hat sie einen Flare, also die fällt unten weiter als jetzt in der Mitte vom Bein, weil hier halt so Einnähte sind. Wir haben das jetzt nicht so gemacht, dass wir das aus der Jeans so rausgeschnitten haben und andersrum wieder eingenäht haben, wie das jetzt generell so der Trend ist, sondern wir haben uns dazu entschieden, damit das nicht so ultra auffällig ist, dass wir denselben Jeansstoff nehmen, damit das den Fit hat, aber halt nicht so geisteskrank auffällt. Und dazu hat sie halt noch diese Double Knees, die auch bei vielen nicht da sind, weil die genommen werden, um halt eben diese Lücke aufzufüllen. Wir haben extra noch da den eigenen Stoff nochmal drauf genäht und dann mit Nieten versehen. Die Hose fällt wirklich baggy aus, also bleibt da true to size oder orientiert euch an den Models. Die liegt wirklich auf den Schuhen auf und ist mit Schlag. Ich weiß, das ist nicht was für jeden, aber mir gefällt der Style sehr, sehr gut. Und denselben haben wir auch nochmal hier umgesetzt, aber nicht ganz so extrem. Also die liegt auch etwas auf den Schuhen auf, wird unten ein bisschen breiter, aber nicht so extrem wie die blaue. Das hier ist unsere Waxed Pants, die ja, halt gewachst ist in einem schwarzen Stoff. Hat dieselben Details, dieselben Elemente wie die blaue, ist halt aber nicht ganz so baggy, wie man jetzt hier unten sehen kann. Ihr seht, da ist auch so ein Flair drin.
ist das so eingenäht, aber halt nicht ganz so hoch und extrem wie bei der blauen. Sehr, sehr krasses Teil. Ist halt auch die, die ich jetzt hier gerade anhabe. Kommen wir zu den Accessoires. Wir haben einen Sturmhaube gemacht. Wer seit Anfang an dabei ist, weiß, dass die erste Kollektion, bevor die erste Kollektion hier auf Peso gedroppt ist, schon mit weißen Sturmmasken geshootet wurde. Und jetzt haben wir hier nochmal schwarze und haben das Metallpatch hier unter dem Auge sozusagen eingenäht. Davon, das ist das, was wir am wenigsten haben. Einfach weil ich weiß, dass jetzt nicht jeder eine kaufen möchte und weil ich viele davon auch an Family und Friends sende und irgendwelche Rapper und so, die dann wahrscheinlich eher tragen werden. Sehr nice Piece, das ist unsere Sturmhaube. Kommen wir dann zu den beiden Caps. Wir haben hier einmal eine Trucker-Cap, wie die eigentlich in den letzten Kollektionen generell immer drin war. Selber fit wie sonst. Und hier haben wir das Varsity Peso Logo von den anderen Artworks auch nochmal drauf gemacht. Hier steht Season 8 und hier steht Saints. Und dann haben wir nochmal eine Cord Cap, mal was ganz Neues. Und die ist in diesem dunklen Grün, genau wie die Samtbomber, und hat auch dasselbe Logo hier vorne drauf gestickt. Die ist nicht so hoch wie die Trucker Cap, als hierzu auch gar nicht passen würde. Und das ist eher eine slimmere Cap, die fittet wie die Cap aus der Spoiled Youth Kollektion. Ja, das waren die beiden Caps. Kommen wir dann zu den Accessoires. Wir haben einmal zwei Schlüsselanhänger, einmal einen blauen und einen gelben, die also auf Hotel Key angelehnt sind. Und auf der Rückseite haben die dann das Peso Logo. Ich sage dazu, die kann man natürlich einzeln kaufen, aber der blaue ist auch an jeder Duffelbag dran. So, das dazu. Das sind die beiden Schlüsselanhänger. Und dann haben wir hier noch ein Umhängeportemonnaie, auch aus Leder, und auf der Rückseite, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt hier gut sieht, hier sind auf jeden Fall so Peso-Logos eingestanzt. Genau wie hier unten, und das wurde nochmal silber hinternäht. Man hat hier zwei Kartenfächer und auf der Seite noch so ein Münzfach. Innen drin ist das Ganze blau und hat auch nochmal das Peso-Logo zu sehen. Falls ihr es jetzt im Video nicht so gut gesehen habt, blende ich es euch einfach im Nachhinein ein. Sehr, sehr krasses Piece, sehr detailliert geworden, sehr hochwertig, und das ist das Umhängeportemonnaie. So Leute, zu guter Letzt ein Produkt, auf was ich unfassbar stolz bin. Wir haben hier unseren eigenen Weekender. Super, super hochwertig. Wir haben hier heftigere Materialien verwendet als, ich weiß nicht, ob ich es jetzt den Namen nennen darf, aber als bekannte Weekender oder Duffelbag Marken. Das ist ein sehr, sehr krasses Leder, ein sehr dickes Leder mit All-Over Peso Logo eingestanzt. Wir haben hier den Schlüsselanhänger als Key-Detail hier nochmal dran gemacht. Dann hat das Ganze natürlich noch einen Umhängestrap, den du hier auch größentechnisch verstellen kannst, und so ein Leder-Schulterhalter, den du dann hier drauflegen kannst. Super, super hochwertig. War für uns das teuerste, was wir jemals produziert haben. Deswegen hat es auch seinen Preis und ist dann deswegen auch unfassbar limitiert. In der Mitte, der kommt natürlich gefüllt mit Papier, und damit der halt auch nicht zerknickt. Und hier haben wir auch nochmal eine extra Tasche und Peso Branding mit drin. Super krass. Dann noch generell zur Lieferzeit von allen Lederartikeln. Also sei es jetzt das hier, dem Umhängeportemonnaie oder den zwei Schlüsselanhängern, die brauchen auch 2 bis 3 Wochen. Auch wegen Corona-Maßnahmen, es tut mir sehr leid, aber ihr seid im Vorfeld darüber informiert. Genau wie die Wax-Pants, die brauchen nur auf jeden Fall 2 Wochen. Der Rest, wozu ich nichts gesagt habe, der wird ganz normal innerhalb der ersten 1 bis 2 Wochen versendet. Wenn ihr freitags bestellt, kann es sein, dass direkt montags euer Paket versendet wird, ihr es dienstags habt. Kann aber auch sein, dass es wird halt chronologisch abgearbeitet. Wenn ihr jetzt um 18.02 Uhr bestellt habt oder so, ihr damit vielleicht schon auf den Donnerstag rutscht, und dann bekommt ihr euer Paket erst Donnerstag oder Freitag. Oder ja. Der Rest, wo ich halt gerade was zugesagt habe, geduldet euch bitte ein bisschen, aber es steht auch nochmal alles auf der Webseite. So, das zu der Kollektion. Ich bin unfassbar zufrieden. Schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare, und dann sehen wir uns am Freitag. Also sehe ich euch am Freitag um 18 Uhr auf der Webseite. Macht's gut. Peace.